Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Daily Challenge in Normal. Und ihr seht schon, es ist der tiefe Fall, das heißt also eine recht leichte Möglichkeit, heute die Goldmedaille zu erreichen. Und es geht eigentlich auch schon los hier, ein direkter Sprung nach unten. Ich habe auch nicht viel, ich glaube, ich habe 2 Versuche oder so gebraucht, um diesen Rekord hier heute zu machen. Und es wäre sicherlich auch mehr drin. Es sind alles sehr, sehr einfache Elemente heute drin. Das heißt, die Feuergeister kommen recht wenig drin vor. Und der einzigste Knackpunkt heute drin ist diese Stelle mit den Wölfern. Ihr kennt die sicherlich. Ich hatte das Gefühl, dass die sich ein bisschen leicht geändert hat. Und dass die ein klein bisschen schwieriger wurde, weil oben jetzt so kleine Dornen sind, die das Ganze ein bisschen schwieriger machen. Ansonsten, die meisten Elemente daraus kennen wir eigentlich schon, sind eigentlich nicht das Problem. Und vom Motto her gilt natürlich wieder, ignoriere eigentlich die Looms so gut es geht, weil die lenken dich eigentlich nur ab vom Richtigen. So, hier können wir noch normal, können wir uns durchrennen lassen. Hier auch wieder einfach durch, wieder der Flieger aktivieren. Da können wir uns wieder fallen lassen. Einfach durchrennen. Es sind wirklich heute sehr, sehr einfache Elemente. Hier lassen wir uns einmal rüber. Hier nochmal, zweimal rüber. Und jetzt wieder ganz langsam. Der tiefe Fall ist eigentlich eine Möglichkeit. Da können wir uns richtig Zeit lassen. Es kommt auf gar nichts an. Einfach nur Zeit lassen. Hier einfach durchgehen, wenn wir ein bisschen Zeit haben. So, da müssen wir uns jetzt natürlich schnell ein bisschen beeilen. Hier auch nochmal. Es geht zu, aber wir ignorieren auch wieder die Looms. Und lassen uns hier einfach in die Pause reinfallen und haben schon die 800 Meter. Die Goldmedaille liegt heute bei ca. 1100 Meter. Ich habe vorhin nicht ganz genau geguckt, aber sollten wir eigentlich gut erreichen. Und ich glaube, genau bei 1000, genau bei dieser Stelle ist genau dieser Werfer, wo ich vorher angemerkt habe. Hier auch nochmal die Quetsche, die kennen wir ja schon recht gut. Hier wird nicht mehr gequetscht, das heißt ganz vorsichtig. Und jetzt demnächst müsste es eigentlich gleich kommen. Hier können wir auch nochmal. Ja, hier kommt nochmal eine gemeine Stelle. Hier können wir uns einfach durchziehen lassen. Und genau hier ist es. Und ihr seht, da ist eine riesengroße Ranke. Deswegen dürfen wir hier nur einen ganz vorsichtigen Sprung machen. Und den Rest kennen wir da schon. Und an der zweiten Stelle, wo dieses hier nochmal kam, habe ich dann verloren. Hier bei den Seilen möchte ich noch kurz anmerken, Seile nie lange rutschen, sondern immer nur ganz kurze Rutscher machen, damit ihr nicht zu viel Seitenschwung bekommt. So, den kennen wir auch. Wir warten auf eine günstige Stelle, lassen uns einfach dann durchtreiben. Nochmal einmal hier ganz vorsichtig durch. Wir kommen hier rein. Hier schlagen und dann den Propeller wieder aktivieren, damit wir nicht drüben in die Dornen reinrennen. Hier auch wieder das gleiche, wir warten auf eine gute Stelle, lassen uns durch. Gleiches nochmal, reinfallen, schlagen und dann schaffen wir das. Falls ihr es nicht ganz genau gesehen habt, seht ihr ja unten das Gamepad, wie ich es drücke. Und habt es da doch ein bisschen leichter. Hier ganz eng die Kurve nehmen, nicht zu viel, weil sonst trifft es uns. Hier lassen wir uns durchfallen in dem Moment, wenn es offen ist. So, und jetzt kommen die Augen. Das heißt, wir probieren möglichst schnell runter zum Kommen. Durch die schwierige Teil. Und Schweif macht uns nichts, sondern nur halt eben vorne. Deswegen probieren wir möglichst immer hinten den Schweif anzuvisieren. So, der Dickdaum kennen wir auch schon. Hier wieder Seil, das heißt ganz wenig rutschen lassen. So, draufschlagen. Wieder Propeller. So, hier achten wir ausnahmsweise mal auf die Looms. Weil die sagen uns ein bisschen weg durch. Das kennen wir auch schon. Ganz eng die Kurve nehmen. So. Okay, hier wieder die 1500 Meter Pause. Und jetzt dürften wir es eigentlich schon. Okay, das kennen wir auch. Gut. Hier einfach möglichst wenig den Propeller einsetzen. So, und hier ist auch wieder diese komische. Und da hat es mich genau erwischt. Vielleicht probiere ich es heute nochmal, wenn ich noch ein bisschen Zeit habe. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, bedanke mich für alles. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat und was gebracht habt. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!